Der Junge und sein bester Freund, kleiner Donner, sind zu allem bereit. Ja, Kari. Ja, Kari. Ist ein Verfahr, sind die beiden immer da. Ja, Kari. Ja, Kari. Ja, Kari. Ha, da staunst du, was, ja, Kari? Ja, das sind die Rauchzeichen eines richtigen Siouxs. Sie sagen, im Dorf herrscht Friede. Alles ist gut. Meinst du nicht, sie sagen eher... Oh nein, Hilfe, ich ersticke! Hey! Ach, kleiner Dachs, entschuldige. Ich dachte, da wäre ein Präriefeuer ausgebrochen. Schade, dass du dich jetzt nicht sehen kannst. Los, kleiner Donner. Wollen wir ausreiten? Ja, natürlich. Festhalten. Gesehen, kleiner Donner? Wer spritzt da das Wasser hoch? Keine Ahnung. Bestimmt nicht kleiner Dachs. Der schmollt im Dorf. Das müssen wir uns genauer ansehen. Was ist das? Ganz ruhig bleiben. Monster gibt es nicht, das weißt du doch. Aber was für ein Tier kann so laut pfeifen? Siehst du, da ist niemand. Ein Monster! Du hattest recht, es ist wirklich ein Monster! Das ist ziemlich leichtsinnig, Akari. Ich will ganz sicher gehen. Es kommt da gleich hoch. Oh, Lindenbaum, schnell weg da! In dem Teich ist ein Monster. Ihr habt also auch Angst vor ihm? Uns hat er gestern einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Du kennst es schon? Was ist das für ein Monster? Das ist kein Monster. Das ist mein neuer Freund, der große weiße Fisch. Ein Fisch? Komm zurück! Ich brauche Hilfe! Ich komme hier nicht weg. Ihr braucht keine Angst zu haben. Kommt doch zurück. Er ist ganz lieb. Ich wollte euch nicht erschrecken. Ich mache so gern Spaß. Bitte verzeiht mir. Wirklich sehr witzig. So einen großen Fisch wie dich habe ich noch nie gesehen. Du bist ja so lang wie drei Bisons. Ich bin nur kein Fisch. Ich bin ein Weißwal. Und gehöre zu den Säugetieren. Ich komme aus dem hohen Norden.
Mein Name ist Pilipi. Ich wollte losziehen und die weite Welt entdecken. Doch nun sitze ich hier fest. Wie bist du nur in diesen Teich gekommen? Ich bin in einen Fluss hineingeschwommen und weiter hoch. Na und dann wollte er uns einen Streich spielen. Und ist aus Versehen hier gelandet. Hier ist nicht genug Platz, um ausreichend Schwung zu holen. Für den Sprung zurück in den Fluss. Wir müssen ihm helfen, Yakari. Wenn wir mehr Wasser hätten, viel mehr davon, könnte sich der Teich wieder mit dem Fluss verbinden. Aber dazu müsste es regnen. Im Moment sieht es nicht nach Regen aus. Aber müder Krieger weiß doch, wie man Regen macht. Vielleicht führt er uns einen Regentanz auf. Tolle Idee, Yakari, aber komm schnell zurück. Müder Krieger, ich brauche dich. Yakari? Könntest du Regen machen? Na klar. Halt das mal. Also weißt du, es ist sehr dringend, müder Krieger. Gut, ich mach ja schon. Hey. So kann das noch viele Monde dauern, bis es regnet. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Hey. Yakari, suche jenseits des Offensichtlichen. Was meinst du? Verrinnt das Wasser, bleibt der Erde treu. Was? Warte, großer Adler! Bleibt der Erde treu, was kann das bedeuten? Ja, ich weiß, wir sollen Pilipi einfach über die Erde zum Fluss ziehen. Unsinn, das klappt niemals. Er ist doch viel zu schwer für uns, so ein riesiges Tier, Yakari. Hoff lieber, dass dieser lahme Elch da Regen macht. Ein Elch, na klar. Sehr gut, kleiner Donner. Wir brauchen einen Elch. Na, weil er so riesengroß ist und besonders stark. Der wird uns helfen. Na los! Zieh! Ihr müsst ziehen! Wir kommen gar nicht voran! Wenn du vielleicht mal absteigen würdest, könntest du uns helfen. Das mache ich, kleiner Donner. Na los, streng dich an, kleiner Donner. Ich meinte eigentlich, hilf uns beim Ziehen. Ich fühle mich nicht wohl. Bitte bringt mich schnell wieder in den Teich. Ich versuche, dich zurückzuschieben. Was ist los? Es geht nicht. Ich hänge völlig fest. Aber ich brauche doch Wasser zum Leben. Oh nein, ein Bär! Hilfe! Nein! Weg hier! Den sind wir los. Der kommt so schnell nicht wieder. Mit den Stämmen geht's für ihn richtig rund. Klar! Rundstämme, natürlich! Die Lösung! Yakari! Ja? Sieh nur! Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Hol schnell deine Eltern, Lindenbaum. Sag ihnen, dass wir ganz viele Rundstämme brauchen. Tja, eigentlich verrückt, dass wir diesem Ungetüm jetzt auch noch helfen, das uns den Schrecken unseres Lebens heimgejagt hat. Weiter! Na los! Ja.
Nur noch ein kleines Stück. Verschämtheit, kannst du denn gar nicht aufpassen, du Monster? Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, ja! Nanu, jetzt regnet es. Leider zu spät. Heidi-Yadoh. Bitte, es regnet. Yakari. Willst du nicht doch noch ein bisschen bei uns bleiben, Pilipi? Der Norden fehlt mir. Aber ich werde euch alle nie vergessen. Schade. Dann kann ich nicht mehr so toll auf deinem Rücken runterrutschen. Auf Wiedersehen! Gut, Pilipi. Hey, was bedeuten die Rauchzeichen, Yakari? Das heißt auf Wiedersehen. Auf Philippinisch. Red Lobster. Shark. Orca. We'll swim around. Wow. Octopus. Put some bubbles on the octopus. Dolphin. Octopus. Blowfish. Green turtle. Blue stingray. Some bubbles. Let's put some bubbles on the red crab. Tyrannosaurus Rex. Bubbles.